Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola, wie Sie vielleicht von den vorangegangenen Videos schon wissen. Und aufgrund der aktuellen Entwicklung und natürlich auch auf der Grundlage der Feedbacks der letzten Wochen haben wir uns heute mal für ein ganz besonderes Thema entschieden, und zwar die Cryptocurrencies. Was ist hier zu beachten? Welche Möglichkeiten gibt es, um es vielleicht vorwegzunehmen? Mit Ihrem Standardbroker oder mit normalen Brokern werden Sie natürlich nur, was wir im Hintergrund sehen, den Bitcoin Future handeln können. Das ist momentan an den Börsen ja, die einzige wirkliche Kryptowährung, die als Future handelbar ist. Natürlich dann auch mit Future Optionen und alles, allem, was dazugehört. Und wir sehen eigentlich hier nochmal sehr gut in dieser Übersicht, was das Ganze jetzt in den letzten Wochen so interessant gemacht hat. Und zwar haben wir hier einen Verlauf. Der Wert hat sich, Bitcoin selbst, glaube ich, das ist hier so um die 18.000 Dollar. Und in der Spitze, was wir jetzt vor wenigen Tagen hatten, waren wir hier bei 42. Also innerhalb von nicht mal einem Monat hat sich hier der Bitcoin um 100% oder mehr als 100% entwickelt. Und auch interessant, jetzt kommt natürlich, oder jetzt ist das, was für uns auch mal interessant ist, das Volumen hinzu. Wenn Sie mal sehen, das sieht jetzt im Vorfeld immer als wenig Volumen aus, also zumindest was hier der Future anbelangt. Wir sind jetzt hier bei 15.000, 20.000 Future-Kontrakten pro Tag. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Niveau und wird, glaube ich, auch dieses gesamte, oder hat man ja in den letzten Wochen schon gesehen, den gesamten Kryptomarkt der verschiedensten Cryptocurrencies hier auch noch mit nach oben ziehen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter, was Plattformen anbelangt, was Einzahlungen anbelangt, und da hier sehr viele Anfragen auch kommen. Wo beginnt man? Was ist vielleicht eine Empfehlung zur Auswahl auch der Plattform, der Handelsplattform? Wie zahle ich am besten ein? Weil auch da gibt es natürlich sehr, sehr viele Stolpersteine, würde ich jetzt mal behaupten, bei den Gebühren. Ob Sie jetzt 2% auf eine Einzahlung als Gebühren haben oder mit Kreditkarten teilweise bei manchen sogar 4-5% oder mehr, sind das natürlich alles Faktoren, die ja sorgfältig beachtet werden müssen, weil sie ihre Performance natürlich dann deutlich verringern. Auch wie ist das Ganze abgesichert? Und das sind natürlich Dinge, die, glaube ich, auch viele alteingesessene Aktieninvestoren oder auch andere Märkte wie Futures momentan noch ein Stück weit abhalten. Es sei denn natürlich hier der Crypto Future als solches, der hier natürlich an der Future-Börse CME handelbar ist, wollen wir mal auf diese Punkte in den nächsten Wochen eingehen, dass wir hier mal ein Checkup machen, Ihnen vielleicht auch ein Beispiel geben, was gute Möglichkeiten, was gute Konditionen anbelangt, dass man hier auch ein Stück weit ja, Aufklärung leistet, wie man am besten beginnt, und dass ich vielleicht auch ein Stück weit in den nächsten Wochen mit einarbeiten kann. Ja, und dazu würde ich Sie natürlich ganz herzlich einladen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, dass Sie auch dieses Video dann nicht verpassen. Vielleicht noch ein paar Fakten zum Kryptomarkt selbst. Ganz kurz nochmal ein Stück zurückgehen. Nur für diejenigen, die sich jetzt vielleicht damit noch nicht auseinandergesetzt haben, dass wir es hier einfach mal im Vergleich sehen. Ja, leider beim Future ist es jetzt von der Laufzeit in der Form jetzt nicht möglich. Wir gehen mal ganz kurz auf den Continuous Future. Das ist der Januar-Kontrakt. Der hat natürlich jetzt nicht die lange Laufzeit. Wir können auch den Index, glaube ich, nehmen. Daten, also nur, dass Sie auch mal einen Vergleich sehen, wie Schwankungen natürlich sind. Das ist natürlich zum einen eine Chance, auch für Intraday-Trades oder für kurzfristige Trades, wenn da eine gewisse Bewegung vorhanden ist. Aber auch gerade, dass man sich hier mal vor Augen führt, wie das im Vergleich jetzt bei einer Aktie zum Beispiel aussieht, oder wie das im Vergleich zum, ah, hier haben wir es. Jetzt die Daily Candles.
nochmal zurück auf die Weekly. Ja, hier wird es, glaube ich, ganz gut klar, wenn es dann von dem Zeitraum nicht ganz so weit zurückgeht, wie ich es mir jetzt gewünscht habe. Lädt den Chart gerade noch einmal neu. Das ist natürlich hier 100%, wir haben es ja eigentlich gerade im Beispiel schon gesehen, 100% in der Woche ist bei einem Penny Stock, bei anderen Werten sicherlich auch im Pharma-Bereich sicherlich keine Seltenheit, aber bei den Kryptowährungen ist es jetzt nicht nur für den Bitcoin, sagen wir mal von den Schwankungen so, sondern auch für viele andere Werte, wo wir wirklich riesen prozentuale Veränderungen sehen. Hier alleine heute, und heute ist jetzt kein extrem großer Tag, haben wir 10% Zugewinn. Das heißt, man muss sich natürlich hier schon anders positionieren, auch was Stop-Loss oder Profit-Target anbelangt. Also es sind viele Dinge zu beachten. Die Handelszeiten, ganz angefangen 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das wird man so als Aktienhändler nicht kennen. Ich meine, das Maximale haben wir im Forex, wo wir von Sonntagabend, kann man sagen, bis Freitag am Abend auch durchgängig handeln kann. Aber es sind natürlich viele Dinge hier, die zu berücksichtigen sind. News, wie es bei Aktien gibt, kennen wird es in der Form, gibt es wenig bis gar nicht bei manchen Titeln. Also es sind einige Dinge, die hier noch mit zu berücksichtigen sind. Aber ich glaube, das Thema wird natürlich auch mit Bezahlsystemen für die Zukunft interessant. Also von daher wird es jetzt als langfristiges Investment sicher auch eine Rolle spielen. So wie sich ein paar Aktien ins Depot packen, kann das natürlich bei diesen Kryptowährungen auch ganz interessant werden. Und gerade auch Inflation oder andere Themen oder auch Währungsschwankungen. In vielen Ländern ist es sogar schon ohne Probleme möglich, natürlich hier bei vielen Sachen über die Wallet zu zahlen. Von daher sind das natürlich alles Themen, die auch mögliche Investoren auf den, hier auf den Weg bringen, da das Volumen nach oben zu treiben. Und wie wir wissen, Volumen bedeutet dann häufig auch den dementsprechenden Anstieg in den Währungen selber. Jetzt sind wir hier auf einem Allzeithoch, das, was wir vor 3 Tagen gesehen haben. Aber es wird natürlich auch hier immer wieder Schwankungen geben, die es einem ermöglichen, dann vielleicht zu einem günstigeren Kurs einzusteigen. Deswegen nochmal der Hinweis, abonnieren Sie unseren Kanal, sodass Sie auch dieses Video, falls Sie sich für Kryptowährungen interessieren, nicht verpassen, wo wir hier noch einmal etwas genauer ins Detail gehen. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.